Jo, da sind wir da bei Super Mario Sunshine. Und Mario hält so ein kleines Nickerchen, aber wir haben noch zu tun. Deswegen können wir nicht einfach schlafen lassen. Wir sind so brutal. So, als nächstes das Mysterium des Schleimsees. Da haben wir die nächsten geheimen... die nächsten geheimen Signier. Und da hinzukommen sollte auch kein Problem sein. So, schauen wir mal. Ich möchte mal kurz mal was schauen. Okay, das sind 3 Münzen. Wenn wir nachher zum Münzen sammeln brauchen. Ich habe ihn weggebackt. Gut. Habe ich sehr gut gemacht, finde ich, ja. Hier sollte es wahrscheinlich eh kein Problem sein, die 100 Münzen zu sammeln. So viele, wie ich hier spontan sehe. So, schauen wir mal. Da hinten ist die Höhle. Lande ich auf dem Baumstumpf? Ja, mit ein bisschen Schaden, aber gut. Und einfach da rein. Für das nächste Bonus-Level mit... Oh Gott, das war das. Oh Gott. Ja. So, wo sind die Münzen? Gut, das sollte aber dadurch ein bisschen einfacher sein, dass wir unsere Düse haben. Ich hoffe es mal. So, beweg dich mal. Viel Zeit haben wir nicht. Hierhin und hierhin und darüber. Hoppala. Ich sollte die auch einsammeln. Und ich sollte da nicht zu nah dran stehen. So, mal gucken. Sind hier rote Münzen? Ja, natürlich sind hier rote Münzen. Genauso wie das Leben. Ja, ich sehe noch eine. Und diese verräterischen Schatten. Und hoch. Ich hoffe mal, ich habe keine übersehen. Wäre ziemlich... Wow! Scheiße. 1, 2, 3. Perfekt, alle hier. Nimm sie! Hola. Hola? Holy, wollte ich eigentlich sagen. Nee, das wird nichts. Außer ich komme da in einer Sekunde noch hin. Nein. Fast. So, sammeln wir mal weiter. Tohaha, jetzt wollte ich hier schon fast drauf springen. So, und weiter geht's. Wenigstens mache ich hier wieder Plus mit den Leben. Mit den Leben müssen wir hier vor allem... mit dem Wasser meine ich, müssen wir vor allem ein bisschen aufpassen. Hier haben wir keine Möglichkeiten, das nachzufüllen. So, jetzt sollte es schon reichen. Kurz warten, bis die vorbeigehen. Mitnehmen, weiter geht's. So, die erste war hier. Das Leben nehmen wir auch mal wieder mit. Und die andere war hier hinten. Vorne und nach oben. Perfekt. Der hat sich gerade gedreht. Verdammt, zu weit weg von der Münze. Dreh ich zurück, genau. Uiuiui. Komm her. So, die hätten wir auch. Jawohl. So, jetzt sollte hoffentlich die Plattform noch unter mir sein.
die sich nicht bitte wegdreht. Gut. Und rüber. Jawohl. Hätten wir auch die Insignie geschafft. Damit hätten wir schon mal die beiden geheimen Insignien in Monte Bianco. Dann würde ich sagen, als nächstes holen wir uns die 100 Münzen Insignie in Monte Bianco. Hat er gerade okay Tsunami gesagt? So, und ich glaube, hier konnten wir die 100 Münzen am besten sammeln. Die Früchte hier in den Bäumen. Gibt es eigentlich Früchte für Yoshi, weil den werden wir auch auf jeden Fall noch brauchen. So, schauen wir erstmal im Wasser. Hier sind schon mal keine Münzen. So, du da. Ja, in die Wand mit dir. Es gibt nämlich 3 Münzen. Ich weg. Und noch einer. So, mein Eimer. Das gibt auch noch mal ein paar Münzen, die viel zu schnell verschwinden wollen. Immer diese tanzenden Palmer-Typen. So, und dann nochmal dahin. Platsch. Ist irgendwo hier noch einer? Jawohl. Platsch. Haben wir schon mal 18. Sonst, da ist noch ein Gegner. Nein, 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 nein. Wow. So. Die bringen wir wieder mal zum Singen. Moment. Jawohl. So, suchen wir weiter. Können wir schnell abschießen? Nein, konnte man nicht. Da vorne haben wir noch so einen Kreis. An die Wand. Das machen wir mit dir jetzt auch mal eben. Für dich nehmen wir mal eine andere Wand. Und dahin. Oh, hier können wir sogar noch blaue Münzen bekommen. Blaue Münzen zählen aber nicht für den Counter für die Münzen. Okay, hier können wir wieder mal im Kreis. Moment nochmal. So, geht doch. So, das müsste noch ein Gegner sein. An die Wand mit dir. Ja, wir haben schon 41. Autsch. So, wenn ich mich nicht irre, sind da keine Münzen. Gut. So, schauen wir mal. Ah, da ist vor allem das da. Für die blaue Münze kann ich auch mal schnell holen. So. So, laufen wir schnell hin. Ach da. Boah, gerade so noch. Jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich da am besten hin? Von hier aus. Das heißt, eben mal treffen. Und wieder hin. Und ja, noch bekommen.
Das dürften auch von den Blauen müssen so langsam so ziemlich alles sein, glaube ich, in dieser Welt. So. Hä? Die Turbodüse haben wir hier noch nicht freigeschaltet? Ach. Ja, weil ich sie in der letzten Welt noch nicht freigeschaltet habe. Da, wo wir eben das zweite Geheimnis gemacht haben. Wie ich da nochmal dran komme, weiß ich auch nicht mehr. So, mal sehen wir hier noch was. Nein. Nee, okay. Da hätten wir auf der Hälfte schon mal alles. Autsch. Was denn, kommst du raus? Kann ich dich auch so gegen die Wand schießen? Nee, okay. Also einfach so kaputt. Führende Münze. Platsch. So, noch so ein Teil hier. Ja. An die Wand mit dir. Hätten wir schon mal die Hälfte geschafft. Moment. Und nochmal Münzen für uns. So, und ich glaube, da hinten. Ah, eine Biene. Hier habe ich wenigstens die Früchte gefunden. So, können wir jetzt mal kurz auf. Hier haben wir nochmal so ein Teil. Wo wir dann Dinge an die Wand kloppen können. So, sind wir schon mal bei 60. So hoch habe ich die nun auch nicht geschlagen, aber auch gut. So. Noch einer? Nein. Etwas tiefer. Wieso habe ich dich nicht getroffen? So. Geh nochmal zu. Und wir sind schon mal bei 79. Moment. Aua. Ich muss auf dich drauf springen, wenn du unten bist. Hey, muss man dich denn kaputt machen? Komm mal runter. Auf den Kopf springen, oder nicht? Wenn du nicht immer den Supersprung machen würdest, Mario. Danke. So, ich glaube. Autsch! Die Frucht hier wollte Yoshi. Ja, Bienen. So. Jetzt muss ich hier noch rüberkommen. Moment. Jetzt weiß ich auch, warum Yoshi da ist. Das alles zu Münzen sammeln. So. Ich hoffe mal, ich habe jetzt die richtige Frucht mitgenommen für ihn. Ja, sieht richtig aus. So, dann wollen wir doch mit Yoshi noch ein paar mehr Münzen holen. Geh nicht tot. Ja, 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 ja. Yoshi macht hier böse Sachen. Moment. Hier lang. Ach gut, hier kann man nicht sterben. So, erstmal das. So, ich glaube, man konnte die Bienen essen. What the fuck? So, da kann man noch mal ein paar Bienen essen. Und ich glaube, die Dinger kann man auch abschießen. Verdammt, die sind nicht drei Münzen machen können. Na gut, komm, nehmen wir mal mit. Auf
Luft und Wasser dürfen eigentlich noch ziemlich viele Münzen sein. Und da oben sehe ich auch noch einiges. Gut, du wartest hier. Ich sammle erstmal die Münzen auf dem Wasser. Es dürfen irgendwo noch 22 sein, glaube ich. Holla, die Waldfee. Hätte ich gedacht, dass die mich so hochschleudern. So, da hinten haben wir noch welche. Geh weg. So. Und hier noch eine. So, dann schauen wir mal auf der anderen Seite, ob da hinten auch noch irgendwo so ein paar Münzen sind. Ja, die ganze Folge wird eigentlich gut jetzt damit befüllt. Ich sehe vor allem gerade eine blaue Münze dort. Ist die unter Wasser? Oder über Wasser? Ne, unter Wasser. Okay. Cool. So, schon erstmal hier raus. Kann man so ein Teil hier rüberkommen? Ich würde gerne die Turbodüse freischalten. Wobei, vielleicht schaffe ich das auch so. Moment. Komm, 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 komm. Mario. Natürlich schaffe ich es genau nicht. Ah, genau dich wollte ich. Komm mal ein bisschen näher. Ja. Bleibst du mal hier. Jawohl. So, hatten wir die auch hier schon mal freigeschaltet. Damit komme ich doch erstmal viel schneller zu den Münzen erst. Autsch. So. Und jetzt zu denen da hinten. Autsch. Aber kann ich einfach deine mitnehmen? Lassen was. Mit den Münzen mitnehmen beim Laufen. Jetzt brauche ich die Raketendüse. Die wäre gerade am praktischsten. Hey, Yoshi. Du bist doch da. Oder auch nicht. Oh, ich habe automatisch meine Schwebedüse bekommen. Immerhin dafür. Immerhin da hast du mir noch geholfen, Yoshi. Danke. Ich werde dich nie vergessen. So. Ach ja, ich habe ja die andere Düse. Eins. Zwei. So, eigentlich wollte ich jetzt noch woanders hin. Da vorne sind nämlich nochmal vier Münzen und da hinten haben wir noch die letzten paar, sag ich mal. Ne, wobei, die vier Münzen reichen ja schon, sehe ich gerade. Huch. Ja, dann sind wir ja schon fertig auch mit der Welt dann. Hat zwar ein bisschen gedauert, diese Mission jetzt noch. Und 100. Aber zumindest haben wir dann schon mal eine Welt komplett abgeschlossen. Auch wenn es die ganze Folge gedauert hat. Und... oh. Fast. Na, fast. Moment. Jetzt aber. In die Insigne rein. Jaha. Wunderbar. 40 Insignien. Die Folge ist auch sogar schon fast vorbei. Ich glaube, ich werde noch eben hier jetzt offscreen in Piazza Delfino mal die Münzen sammeln. Die meisten Münzen sind sowieso im Untergrund. Das heißt, ich werde jetzt mal alle Untergründe schon mal durchgehen, gucken, wie viele Münzen ich da bekomme. Und beim nächsten Mal können wir dann mal schauen, ja, wo wir noch die restlichen Münzen dann wohl bekommen werden für diese Welt. Also gut, das war's dann wieder mal von Super Mario Sunshine. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.